Ich habe euch versprochen, ein wenig von der Vision der Heilungsschule kundzutun. Und zwar ist es mir wichtig, dass wir verstehen können, warum wir eine Heilungsschule dann, wenn wir unser eigenes Gebäude haben. Dabei sind wir, das Bild, das ihr hier gesehen habt, das ist unser eigenes Gebäude und ein spezielles Gebäude. Und bald werden wir in unserem Gebäude sein und dann jeden Samstag Heilungsschule anbieten können. Und habe euch versprochen, ein wenig diese Vision zu erklären, denn Psalm 107 und Vers 20 ist ja unser Leitvers für die Schule der Heilung. Denn er sandte sein Wort und er heilte sie. Ist das nicht ein gutes Wort? Einige sind erstaunt, dass das in der Bibel steht. Nun, da wirst du noch viel mehr erstaunt werden, was alles in der Bibel steht. Er sandte sein Wort und er heilte sie. Und so stellen wir uns die Frage, eben für wen diese Heilungsschule ist. Ist diese Heilungsschule für Kranke? Ist diese Heilungsschule für Gesunde? Nun, was denkst du, was ist die Antwort? Diese Heilungsschule ist für alle. Für Kranke sowie Gesunde. Denn was passiert in der Heilungsschule, wenn man gesund ist? Man wird noch gesünder. Was passiert in einer normalen Schule? Man sollte klüger werden, stimmt's? Man geht, um sich zu bilden und um klug zu werden und noch klüger zu werden. Nun, ob das immer noch so ist, wissen wir, können wir nicht sagen, aber wir können es sicher sagen beim Herrn. Und für diejenigen, die angeschlagen, für diejenigen, die krank sind, ist es wichtig, dass sie einen Ort haben, wo sie regelmäßig auftanken können, Gottes Wort zum Thema hören können und beginnen können, dem Herrn zu glauben und zu vertrauen für ihre Heilung. Denn keine Situation ist hoffnungslos. Hast du das gewusst? Solange der Mensch atmet, gibt es Hoffnung für ihn. Solange du ein- und ausatmest, gibt es Hoffnung. Hoffnung auf was? Hoffnung auf Heilung. Hoffnung auf Besserung. Und deswegen ist eigentlich das Hauptziel unserer Heilungsschule, ist nicht immer in erster Linie einfach geheilt zu werden, sondern das Hauptziel der Heilungsschule ist, am Leben zu bleiben. Weiter zu atmen, am Leben zu bleiben. Denn siehst du, der Herr möchte etwas noch viel mehr, als dass wir bloß einfach immer sofort eine Heilung empfangen. Er ist noch so viel mehr daran interessiert, dass wir es lernen, in den Herausforderungen des Lebens, in diesen großen Challenges, wie man sagen würde auf Englisch, dass wir es lernen, im Glauben zu wandeln. Und wir wissen, das ist in dieser Welt nicht immer das Einfachste. Man muss es lernen, es sind Schritte. Und man beginnt mit Babyschritten. Und dann heult man und jammert man wieder für 5 Tage. Und dann bekommt man Milch und ist für eine halbe Stunde zufrieden. Und dann beginnt es wieder. Und so müssten wir es lernen, im Glauben zu wachsen und im Glauben zu leben, im Glauben zu wandeln. Weil das ist das Gute bei den Babys. Sie bleiben nicht Babys. Ich höre die Frauen, oh, wäre doch so süß, wenn sie immer so bleiben würden. Nein, das wäre nicht gut. Kann mir jemand helfen heute Abend und Amen sagen? Es wäre nicht gut, wenn unsere 2 Kleinen immer so bleiben würden, wie sie jetzt sind. Auch wenn du dir das so sehr wünschst, aus dem Mutterinstinkt und dem Vaterinstinkt. Wenn wir uns wünschten, dass sie immer so bleiben, wären wir selbstsüchtig. Weil dann wünschen wir es für uns. Jö, so herzig. Weil es mir gefällt und weil ich es so mag. Aber nein, diese Menschen sollen selbstständig werden. Diese Menschen sollen ein Segen werden für andere. Und nicht ständig abhängig sein von der Muttermilch,
sondern wachsen. Und genau so ist es mit dem Glauben. Wir können wachsen. Wachsen, und das möchte der Herr. Und deswegen ist das Hauptziel einer Heilungsschule, ist nicht einfach nur versuchen, eine sofortige Heilung zu empfangen, sondern das Ziel ist, einen starken Geist zu entwickeln. Denn die Bibel sagt uns, ein starker Geist überwindet die Krankheit. Ein starker Geist überwindet die Krankheit. Und deswegen ist der Herr daran interessiert, dass wir es lernen, ein Leben im Vertrauen, auch in Krankheit, auch in Herausforderungen, zu leben und ein Leben des Vertrauens führen. Preis dem Herrn! Nun hast du auch schon gemerkt, dass wenn es ums Thema Heilung geht, dass es eine große Bandbreite an Meinungen gibt. Man findet von da bis da jede mögliche Meinung von oh, Heilung ist ausgestorben mit dem letzten Apostel, bis hinüber, wo man klar erkennen kann und Leute es vertreten, dass Gott heilen möchte, immer heilen möchte. Und inzwischen, in der Mitte, gibt es nochmals etwa 500 verschiedene Meinungen und Bandbreiten, dass ja, Gott manchmal, aber nicht immer. Und manchmal will er heilen, manchmal will er es nicht, weil er dir etwas zeigen will. Manchmal will er dich lehren, manchmal will er dich züchtigen. Manchmal bist du der neue Hiob. Manchmal bist du... Ich meine, wir könnten on und on und on gehen, weiter und weiter und weiter machen. So viele Meinungen, eine riesen Bandbreite. Nun, seit ich meinen Dienst begonnen habe, habe ich dem Herrn vertraut, auf die Schrift allein zu hören und mich der Meinung der Heiligen Schrift anzuschließen. Und wir sehen im Dienste von Jesu, dass er die Menschen nicht nur heilte, sondern dass er ihnen auch ihre Fragen beantwortete. Und Jesus war sozusagen der Erste, der Heilungsschule anbot. Nicht nur hat er geheilt, er hat einen Haufen Fragen beantwortet. Und deswegen haben wir unseren Leittext aus Markus 1, Vers 40, Vers 41 genommen, wo der Aussätzige zu Jesus kommt und ihn fragt, wenn du es willst, dann kannst du es tun. Kannst du mich reinigen? Kannst du mich, in der modernen Übersetzung würden wir sagen, heilen? Wenn du es willst. Und Gott sei Dank für die Antwort, die Jesus dem Aussätzigen gab, dem Mann gab, der an seiner Hautkrankheit litt. Und wir wissen, Jesus sagte diese zwei großen Worte, ich will, ich will. Diese zwei Worte stehen über allen anderen Worten. Die Antwort ist wichtiger als die Frage. Also sollten wir nicht bei der Frage hängen bleiben, sondern wir sollten sie nehmen als beantwortet, und als abgehakt. Und die Frage ist in dem Fall vertretend für die ganze Menschheit. Willst du meinen Fall heilen? Ist es dein Wille, auch meinen persönlichen Fall zu heilen, Jesus? Das ist die Frage, vertretend für die Menschheit. Ist es dein Wille, meinen Fall, meine spezielle Situation? Oder willst du mir da vielleicht doch noch irgendetwas aufzeigen? Oder mir Zucht beibringen. Oder mich irgendwie lehren durch diese Krankheit. Nun, dank sei Gott, hat Jesus das nie gesagt, sondern hat er immer direkt geantwortet und gewirkt. Und diese Antwort steht vertretend für die ganze Menschheit. Es ist sein Wille. Und aufgrund dieses Textes, unseres Haupttextes, haben wir begonnen, einige Fälle zu betrachten. Denn wir stellen uns die Frage in dieser Heilungsschule, warum werden gute Menschen krank? Okay? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Warum werden gute Menschen krank? Und wir wollen diese Frage beantwortet haben, weil das ist eine große Frage,
die die Menschen haben. Und so haben wir verschiedene Fälle betrachtet. Wir haben zuallererst, erinnerst du dich, Hiob. Hiob betrachtet. Der Klassiker. Und wir sind zu erstaunlichen Antworten gekommen. Erstaunliche Antworten, die uns der Herr gegeben hat im Falle Hiobs. Ist es ein Fakt, ist es eine Tatsache, dass die Furcht Hiobs, die Angst Hiobs, Türen geöffnet hat für Unheil und Verderben? Oh ja, oh ja. Und dann sehen wir, soweit es Hiob anging, Hiob wusste nicht, dass es einen Teufel gibt. Das ist wohl die erstaunlichste Beantwortung, eine der ganz großen Fragen, die uns beantwortet wird. Warum sagt er, der Herr hätte ihn krank gemacht? Warum sagt er, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen? Warum sagt er, warum nehmen wir auch das Böse an vom Herrn? Wir sollen das Gute sowie das Böse vom Herrn annehmen. Siehst du, diese Fragen haben Millionen von Christen verwirrt. Millionen stellten sich die Frage, warum denkt Hiob, warum sagt Hiob diese Dinge? Offenbar ist Gott einmal gelaunt zum Heilen und einmal ist er gelaunt zum Krankmachen. Offenbar kommt beides von Gott. Aber das ist nicht so. Dem ist nicht so. Wir haben klar herausgefunden, Hiob wusste nicht, sofern wir es beurteilen können, dass es da einen Teufel gibt, denn er hatte keine Evangelien zu lesen. So wie du und ich. Hiob hatte Johannes 10, Vers 10 nicht, wo es heißt, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu morden und zu verderben. Hiob hatte Johannes 10, Vers 10 nicht. Hiob hatte Matthäus nicht, Lukas, Markus, Johannesevangelium, all das hatte er nicht. Er hatte nicht das Neue Testament, wo er hineinschauen konnte. Er hatte nicht einmal Jesaja 53, all das hatte er nicht. So ist Hiob in diesem Stand des, okay, ich meine, wenn er nicht weiß, dass es da verschiedene Parteien gibt, denn man kann sogar das Buch Hiob betrachten als wie ein Justizfall mit verschiedenen Parteien. Ankläger, Verkläger, Richter, ein großer Justizfall. Und offenbar war ihm nicht klar, dass es da einen Teufel gibt, der Schaden anrichtet, versucht anzurichten in seinem Leben, in seinem Umfeld. Und deswegen sagt Hiob, nun, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Aber Millionen haben den Schluss gezogen, dass manchmal will Gott, manchmal will er es nicht. Und das ist nicht okay. Das ist falsch. Ein falscher Schluss. Und so hat uns diese Geschichte enorm geholfen. Dann haben wir die Geschichte von Elisa. Erinnerst du dich letztes Mal? Elisa betrachtet. Großer Prophet. Wow. Der Mann hat Wunder getan. Aber er starb und wurde krank. Mit der Krankheit, mit der er krank wurde, starb er auch. Und so haben wir in dieser Geschichte letztes Mal den reichen Jüngling betrachtet und stellten uns diese Frage, nun, wer ist denn eigentlich wirklich gut? Und haben herausgefunden, da ist nur einer, den wir sagen können, wirklich gut ist. Nur einer. Denn Jesus sagte, was nennst du mich gut? Da gibt es nur einen, der gut ist. Gott ist gut. Gott ist gut. Ja, wir denken, Elisa war ein guter Mann. War er vermutlich auch in dem Sinne, aber auch er hatte Fehler. Er war nicht vollkommen. Er war ein Sünder. Er war nicht gut, wie wir es eigentlich so vermittelt haben wollen. Denn warum werden gute Menschen krank, ist ja unsere Frage. Und so kommen wir auch zum Schluss. Warum werden gute Menschen krank? Aus demselben Grund. Warum nicht so gute Menschen krank werden? Das ist eine Wahnsinnsoffenbarung. Das ist eine der größten, die ich je hatte. Weil für mich war es dieselbe Frage. Warum werden gute Menschen krank? Jemand sagte mir vor 2 Wochen, als du diese Frage beantwortet hast,
hast sie noch etwas schärfer beantwortet. Du sagtest, warum werden gute Menschen krank? Aus demselben Grund, warum böse Menschen krank werden, sagte die Person mir. Alle zuckten zusammen und dachten, sie seien jetzt böse. Nein, das habe ich nicht gesagt. Okay, also lass es mich ein wenig anders formulieren. Es sind dieselben Gründe. Furcht und Angst macht nicht Halt vor Gut und Böse. Oder vor Gut und weniger Gut. Bedrängnis, Bedrückung macht keinen Unterschied zwischen guter Mensch und schlechter Mensch. Angst klopft an beide Türen. Und dann kann niemand behaupten von sich selbst, wirklich und ultimativ und vollkommen gut zu sein. Denn Jesus sagte, da gibt es nur einer, der wirklich gut ist. Okay, das war eine Zusammenfassung. Bist du bereit für Fälle 3 und 4? Fälle 3 und 4. Da gibt es noch mehr Fälle. Fall Nummer 3 und 4. Timotheus und Trophimus. Wie wir ihn auch immer nennen, Trophimus oder Trophimus? Nennen wir ihn Trophi. Damit wir ja nichts falsch hier betonen. Timotheus und Trophimus. Trophi. Aber lass uns zuerst zum... Hast du schon jemals gehört von Timotheus? Da gibt es zwei Briefe in der Bibel von ihm. Nicht von ihm selbst geschrieben, aber an ihn geschrieben. 1. Timotheus, 5. Kapitel. Und wir lesen ab dem Vers 19. 1. Timotheus 5, ab Vers 19. Wer war Timotheus? Timotheus war ein Diener des Herrn, Pastor einer Gemeinde. Weil Timotheus und Titus sind die sogenannten Pastoralbriefe, so werden sie in der Theologie genannt. Pastoralbriefe. Timotheus wie Titus waren Hirten. Sie standen einer Gemeinde vor. Und weil sie das taten, sagt Paulus dem Timotheus im 5. Kapitel des 1. Briefes um Vers 19, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von 2 oder 3 Zeugen, denn welche sündigen, ja, unsere Ordner haben Bibeln dabei, entschuldigt Ordner, geh kurz durch die Reihen für diejenigen, die eine Bibel wünschen. Ich lese hier weiter. Okay. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von 2 oder 3 Zeugen, die, welche sündigen, weise zurecht vor allen, damit sie auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Die Hände legen niemanden zu schnell auf. Mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig. Bewahre dich selbst rein. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Und jetzt kann man sagen, hier haben wir es, Pastor Erich. Hier haben wir es. Nun, ja, hier haben wir es wirklich. Hier haben wir eine Frage, die wir beantworten müssen. Denn Timotheus war ja sicher kein schlechter Mensch. Wie gesagt, seit letztem Mal können wir nicht mehr sagen, er war ein guter Mensch, wenn ihr versteht, was ich meine. Er war ein netter, rechtschaffender, hart arbeitender, guter Mensch. Er war ein Mensch, den man mochte. Er war ein Mensch in Verantwortung, denn er hatte ein Amt zu erfüllen, ein pastorales Amt. Aber bevor wir hier noch genauer auf das eingehen, hast du die Stelle hier bemerkt, wo es heißt, die Hände legen niemanden zu schnell auf? Ist das nicht immer auch
bei vielen eine Frage gewesen, auch in Bezug auf Heilungsdienst, in Bezug auf, wenn Menschen Dienste beginnen wollten, sie gewarnt wurden. Hey, du bist erst 25 Jahre im Glauben. Lege niemanden die Hände zu schnell auf. Es braucht mindestens 50 Jahre Diensterfahrung. Weiß jemand, von was ich rede hier? Dieses, hey, lege niemandem zu schnell die Hände auf. Da könnte etwas passieren. Du könntest Teilhaber werden an Dingen, von denen du nicht Teilhaber werden möchtest. Hat diese Stelle und gewisse Ansichten darüber Menschen gehindert, anderen zu dienen, für andere zu beten, anderen die Hände aufzulegen, andere für Heilung, anderen mit Heilung zu dienen? Hat das Menschen gehindert? Oh ja, oh ja. Sollten wir die Wahrheit darüber erfahren? Was diese Stelle wirklich hier aussagt. Nun, wie haben wir begonnen? Mit Vers 19, stimmt's? Denn alles muss im Kontext beurteilt werden. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen, die welche sündigen. Nun, auf welche bezieht das? Bezieht sich das Sündigen? Bezieht sich das auf alle? Auf wen bezieht sich das? Auf Älteste. Denn das ist alles zusammen. Ein Kontext, eine Abhandlung. Die, welche sündigen, die Ältesten, welche sündigen, weise zurecht, vor allem, damit sich auch die anderen fürchten. Und dann sagt er, ich ermahne dich, bevorzuge sie nicht. Tu nichts aus Zuneigung. Die Hände lege niemanden zu bald auf. Mach dich nicht an fremden Sünden teilhaftig. All das geht im Kontext zusammen, all das gehört zusammen und hier wird nicht über generelles Händeauflegen gesprochen. Hier wird darüber gesprochen, über das Handauflegen für Älteste. Schau an, was Dr. Scofield sagt, der die Scofield-Studienbibel herausgegeben hat. Diese gibt es auch in Deutsch mit Elberfelder Übersetzung. Was Dr. Scofield sagt zu dieser Stelle hier. Er sagt, diese Ermahnung an Timotheus, niemanden zu schnell die Hände aufzulegen, ist heute ebenso zeitgemäß wie damals, als sie geschrieben wurde. Viel zu häufig, sagt Dr. Scofield, werden unreife und unerfahrene Gläubige in Stellungen der Verantwortung gebracht. Und damit meint er Menschen, die viel zu schnell eingesetzt werden als Älteste durch Handauflegung, denn das war die Praxis. Wir sehen es immer wieder, Paulus tat das immer wieder, als er in den Gemeinden war oder die Gemeinden gründete, wo er das Evangelium verkündete, in Galatien, überall, in Asien, wo er dort war, nach einer gewissen Zeit er weiterzog, legte er Hände auf Menschen, die er für reif befindet und sie ins Ältestenamt einsetzt und so die Leiterschaft zusammenstellt. Und hier ermahnt er Timotheus, dass er nicht zu schnell Gläubige, neue, junge, unerfahrene Gläubige in Stellung der Verantwortung hineintut, nicht zu schnell eben ihnen die Hände dafür auflegt, nicht voreilig das tut, weil er soll die Leute zuerst gut kennen. Er soll vertraut sein mit ihnen. Kannst du sehen, dass es hier um Handauflegung geht und es hat mit Leiterschaft zu tun und mit gar rein nichts anderem? Hier geht es um das.
Hier geht es nicht um Hände auflegen zur Heilung. Hier geht es nicht, Hände aufzulegen, um zu segnen. Hier geht es nicht voreilig, Hände auf Leute auflegen und sie dadurch einsetzen, die es nachher vermasseln. Und da sagt er, werde nicht teilhaftig fremden Sünden. Da meint er, soll man zurechtweisen. Er spricht über Leadership, über Leiterschaft und die Gefahren des zu schnellen Einsetzens. Wie Dr. Scofield sagt, unerfahrene Gläubige in Stellungen der Verantwortung bringen. Ältesteneinsetzung. Ist das ein neues Licht hier? Wie kommt dieses neue Licht? Kontext. Nimm nie eine Stelle und reiß sie aus dem Zusammenhang. Oh, wie oftmals wurde das gesagt? Wie oftmals wurde das gemacht? Oh, lege ja nicht, bete ja für niemanden zu schnell. Sei sicher für die Leute, die du betest. Und lege nicht einfach Hände auf und willkürlich und dies und das, weil du nie weißt, an was du teilnimmst. Das ist nicht der Heilungsdienst. Das ist nicht der Heilungsdienst, sondern das ist um Leute, die man einsetzt. Man nimmt nicht teil, wenn man Heilung vermittelt, sondern man vermittelt Heilung, damit es den anderen besser geht. Man nimmt nicht an ihrem Leben teil. Aber auf der Ebene der Leiterschaft ist es etwas anderes. Ist es etwas anderes? Ist es eine andere Geschichte? Nun und dann kommt Vers 23. Dieser berühmte Vers. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein. Um deines Magens willen. Der gute Mann hatte was für Probleme? Magenprobleme. Und wegen deines häufigen Unwohlseins. Nun zuallererst, wenn ich solche Dinge sehe, stelle ich mir die Frage, bei solchen Fällen, warum hatte der junge Mann Magenprobleme? Weil er Pastor war. Und die Aussage nehme ich nicht zurück. Denn bis zu einem gewissen Grad kenne ich das. Ich weiß, was er hier meint. Timotheus war der Vorsteher, Gemeindeleiter und Pastor dieser Gemeinde. Und das machte ihm Magenschmerzen. Und er fühlte sich wegen dem oft unwohl. Er hatte ein Befinden, ein Unwohlbefinden, nicht weil er damit geboren wurde, nicht weil er an Morbus Crohn leidet, nicht weil er sich vergiftet hätte oder vergiftet worden wäre, sondern wegen der Verantwortung, die er zu tragen hat. Vermutlich, als er das las, Timotheus, machte ihm das schwer zu schaffen auf dem Magen, weil er dachte, oh meine Güte, das habe ich genau getan. Vor 3 Wochen habe ich Leute in die Ältestenschaft eingesetzt. Oh boy, hätte ich das bloß nie gemacht. Und er hat Probleme. Deswegen schreibt er das vorab. Timotheus hat Probleme mit seiner Gemeinde. Offenbar hat er Menschen falsch eingesetzt, die er nicht hätte einsetzen sollen, und die geben ihm jetzt Magenprobleme. Es belastet ihn. Es nagt an ihm. Er schleppt es mit sich herum. Weil, was soll er tun? Einsetzen, absetzen, absetzen, einsetzen. Er braucht die Hilfe des Paulus. Und so sagt Paulus, wegen seinen ständigen Problemen, offenbar hat er die nicht einfach nur einen halben Tag, sondern wegen seinen ständigen Problemen fordert er ihn dazu auf,
was zu tun? Wein zu trinken und nicht nur Wasser. Wir müssen verstehen, in dieser Zeit war das Wasser anders als das Wasser, das aus deinem Hand kommt und fließt. Das ist nicht dasselbe Wasser. Wir haben sauberes Wasser. Wir können vom Hahn trinken. Wie sagt man auf Hochdeutsch? Hm? Wasserhahn? Okay. Vom Wasserhahn trinken. Das kann man nicht in allen Ländern. Und wenn man es versucht, bekommt man was? Magenprobleme. Wenn man im falschen Land vom falschen Wasserhahn trinkt. Man bekommt Magenprobleme oftmals. Nun, das Wasser war nicht dasselbe wie hier. Er sollte es entweder mit Wein vermischen. Offenbar hat Wein hier auch einen desinfizierenden, keimabtötenden Effekt. Hm? Und je stärker der Likör ist, weißt du das selbst heute, desto keimabtötender ist er. Nun, was sehen wir? Warum reden hier alle ständig von seinem Magen und nicht von seiner Medizin? Denn das ist seine Medizin, dieser Wein. Warum reden alle immer ständig von den Magenproblemen, die er hatte, und nicht von der Heilung, die wir hier drinnen sehen? Hier kommt die Heilung. Wie kommt die Heilung? Via Chianti und Cabernet Sauvignon. Hier kommt die Heilung in der Flasche. Was würden wir heute sagen? Was würden wir heute sagen? Jemandem raten. Hier, nimm das Renni. Oder, okay, nimm den Klosterfrau Melissengeist. Das ist ein besonderer Geist. Besonders stark. Oder den Unterberg. Was würden wir heute sagen? Hier, nimm die Medizin, nimm das Medikament, nimm das für deinen Magen. Und offenbar hilft das ihm, sonst würde es Paulus ihm nicht empfehlen, denn er hat tatsächlich, hat er hier ein Problem mit seinem Magen. Und hier sehen wir, wie der Herr ihm helfen kann. Das ist etwas, das ich herausgefunden habe, dass der Herr kann dich leiten und führen zu natürlicher Heilung, die dir hilft und die jahrelange Probleme lösen kann. Der Herr kann dich durch den Geist führen, dir auch aufzeigen, ganz auf natürlicher Ebene, eben mit Wasser und Wein, wo, wenn du gewisse Veränderungen anbringst, du jahrelange chronische Probleme los wirst, weil es dir gezeigt hat. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren hatte ich auch ständig Magenschmerzen. Nicht wegen Problemen in der Gemeinde, da war sie noch zu klein, aber ich hatte ständig über mehrere Monate ein Unwohlsein, bis der Herr zu mir sprach und er sagte, schränke deinen Kaffeekonsum ein. Und das ging Monate. Monate wusste ich nicht, warum ich mich immer nicht ganz wohl, nicht ganz fit fühlte durch die ganze Zeit. Und ich spürte, es war in meiner Magengegend. Und der Herr sagte, schränke ein diesen Konsum. Und ich tat es. Und innerhalb von wenigen Tagen, Stunden, war das behoben. Kann dich der Herr führen? Durch ganz natürliche Ebenen, indem er dir zeigt, das nicht. Nimm mehr von dem. Nimm mehr von dem, weniger von dem. Hilf ein wenig nach mit Zusätzen. Nimm ein wenig mehr Vitamin C, was weiß ich. Kann er dir zeigen, auf diesen Dingen und auf diesen, ist das nicht? Kann es dir zeigen, ist das nicht? Hör auf, das zu essen.
Und dafür sollten wir auch vertrauen. Dafür sollten wir auch vertrauen. Deswegen gab ich vor einem Jahr, gab ich euch das Buch des Schöpfers Kost. Weil der Herr führte mich dadurch. Nun, das bedeutet nicht, dass wir es vollumfänglich anwenden, diese speziellen Rezepturen, weil es gibt viele davon, aber durch gewisse Hilfsmittel, die auch beschrieben sind im Buch, hat der Herr vieles verändert. Vieles verändert in meinem Leben, in meinem Wohlbefinden. Ganz natürliche Führung. Sehen wir das nicht auch hier? Nimm etwas mehr Wein. Das ist eine natürliche Führung. Wir wollen es oft spektakulär machen, aber es ist nicht immer spektakulär. Und trotzdem genauso übernatürlich. Verstehst du? Genauso übernatürlich. Der Herr führte mich mehrmals selbst, genauso in meinem Leben. Und es hat enorme Verbesserung, enorme Lebensqualität für mich selbst gebracht. So wie wir es hier sehen. Trinke etwas mehr Wein. Nun, das kann ich heute natürlich nicht so sagen, okay? Verstehe mich nicht falsch. Ich sage jetzt nicht, geht nach Hause und trinkt so viel wie möglich. Aber wir sehen hier eine Führung des Herrn. Auf der anderen Seite, wenn der Herr zu dir redet, ja, dann ist es okay. Aber wir sehen hier eine ganz natürliche Führung, die ihm geholfen hat. Und es hat mit Medizin zu tun. Gott mag Medizin. Die richtige. Denn im Sprüche 4, Vers 20 bis 22 sehen wir, dass das Wort, sein Wort, Arznei, für unseren ganzen Leib ist. Gott ist nicht gegen Medizin, weil da gibt es göttliche Wortmedizin, da gibt es synthetische Medizin und da gibt es Naturmedizin. Nun, Gott ist nicht gegen das, verstehst du? Erinnerst du dich, wie König Hiskia geheilt wurde? Als der Prophet zu ihm kam und sagte, deine Zeit ist um, du wirst sterben. Hiskia weinte bitter, wandte sein Angesicht ab gegen die Wand, weinte bitter, schluchzte vor dem Herrn, sagte, ich will noch nicht sterben. Oh Gott, hab Gnade und Erbarme mit mir, ich will noch nicht sterben. Und der Herr spricht zu ihm, ich gebe dir 15 Jahre dazu. In dem Moment, als der Herr zu ihm spricht, hörte, welcher Prophet war es? Nathan? War es Jeremia? Ja, in Jesaja ist geschrieben, aber der Prophet war, nein, Nathan war von David, König David. War es Jeremia? Jeremia, Jesaja? Ich denke Jeremia. Als der Prophet es hörte, lass mich so sagen, als Hiskia hörte, ich gebe dir 15 Jahre noch dazu, das ist das Wort des Herrn, ich werde dir 15 Jahre zu deinem Leben dazugeben, drehte der Prophet um und machte eine Feigenmischung, ein Feigenpflaster und legte es auf Hiskias Geschwür. Und das heilte den Mann. Naturheilung. Feigosan. Das war die Geschichte. In dem Moment, als der Herr sprach, ich gebe dir 15 Jahre dazu, hörte ein anderer, gib ihm das Medikament, dieses Mittel, diese Medizin. In dieser Zeit hatten sie keine Synthetik, aber sie hatten Natur. Und das heilte, vermutlich war es eine Art Krebsgeschwür, was auch immer. Nun, ob jetzt ein Feigenblatt und ein Feigenpflaster Krebs heilen kann, das weiß ich nicht, aber vermutlich war noch etwas mehr dabei als nur Feigensaft. Aber es war ein Channel, ein Kanal, das mithalf,
die Kraft Gottes zu übertragen. Und trotzdem sehen wir hier 100% natural power. 100% natürliche Heilungskraft gekoppelt mit Gottes Wort, Gottes Kraft und Gottes Medizin. Und es heilte den Mann, gab ihm 15 Jahre. 15 Jahre ist eine Menge Zeit. Preist dem Herrn. Durchfeigen. Durch Wein. Wir dürfen diese Dinge nicht einfach weglassen, stimmt's? Sondern diesen Dingen, wenn der Herr uns führt, genauso Aufmerksamkeit schenken und nicht stur sagen, nun, ich glaube, dass der Herr mich einfach übernatürlich durch einen Blitz vom Himmel irgendwann heilt. Nein, wenn der Herr sagt, das aufhören und das nehmen, das weniger, das mehr, sollten wir es tun. So wie Timotheus. Er sich dem Wein bediente. Gott ist nie gegen Medizin. Egal, ob es göttliche oder natürliche Medizin ist, Gott ist nicht dagegen. Aber es gibt noch einen weiteren Fall. Das war Fall Nummer 3. Gehen wir ein paar Seiten weiter zum 2. Timotheus. 4. Kapitel. Vers 20. 2. Timotheus 4, Vers 20. Trophi. Fall Nummer 4. Warum werden gute Menschen krank? Nun, Timotheus war sicher ein guter Mensch. Warum hatte dieser gute Mann Magenprobleme? Nun, ich werde in einem Moment dazu kommen. Aber lasst uns Trophi anschauen. Trophimus, Vers 19. 2. Timotheus 4, Vers 19. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onessi. All die langen Namen. Ja? Warum sind die langen Namen heute all so kurz? Erastus blieb in Korinth. Trophi aber ließ sich in Milet, wie zurück? Krank. Nicht gesund. Mit 2 Millionen auf der Bank. Am Swimmingpool. So ließ er Trophi nicht zurück. Wie ließ er ihn zurück? Krank ließ er ihn zurück. Dann sagte er, beeile dich, vor dem Winter zu kommen. Merk dir das Wort beeilen. Wenn du kannst, unterstreiche es dir. Ist nicht das letzte Mal, dass du es sehen wirst. Beeile dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßt dich, Eubu und Pudi. Und Lee und Kleudel. Und alle anderen. Das ist Pastor Erich Engler, 2011 Übersetzung. Übertragene Übersetzung. Beeile dich. Nun, wer schreibt diesen Brief hier? Paulus. Und damit wir verstehen, was hier geschieht, müssen wir etwas Einblick bekommen in den Dienst des Paulus. Geh ganz kurz zurück zur Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20 gibt uns einen interessanten Abriss vom Dienst des Paulus. Und du wirst hier in einem Moment sehen, warum ich diesen Zusammenhang hier bringe. Wollen wir wissen, wie Paulus International und Worldwide Ministry ausgesehen hat? Sein internationaler Dienst? Dann müssten wir hier ganz kurz das betrachten. Apostelgeschichte 20, Vers 1. Nachdem sich aber der Tumult gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zu sich. Und als er Abschied von ihnen genommen hatte, zog er fort, um nach Mazedonien zu reisen.
Weißt du etwas, was du immer wieder siehst beim Dienst von Paulus? Tumult. Tumulte. Halbe Bürgerkriege. Tumulte, Aufruhr, in Aufregung versetzte Leute, verrückte Leute, die in Aufregung versetzt wurden, verrückte Leute, die in Aufregung versetzt wurden und Tumulte anzettelten. Das geschah immer wieder im Dienst von Paulus. Einmal folgte ihm eine Frau mit einem Wahrsagegeist über mehrere Tage auf Schritt und Tritt, auf Schritt und Tritt, und sprach durch diesen Geist ständig, sprach Dinge über sie und rief ihnen nach und die Frau hatte einen Geist. Paulus, meine, das ist Ministry, Paulus International Ministry, was du hier siehst. Tumult, ist ganz normal bei Paulus, ganz natürlich. Tumulte. Und als der Tumult sich legte, war es gut für Paulus zu gehen. Und Vers 2, nachdem er jene Gebiete durchzogen, Paulus hatte kein Flugzeug. Er nahm auch nicht den Bus. Paulus war Profi im Nordic. Walken. Als er die Gebiete durchzogen hatte und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, er reist und er redet. Und nicht begrenzt. Hier ist etwas, was du von Paulus wissen musst. Er reist viel und er redet viel. Dann, wenn die anderen sich erholen wollen, redet er sehr viel und sehr lange. Mit allen, die dabei sind, diejenigen, die vorher schon sehr viel und lange gereist sind. Manchmal wirft man mir vor, ich rede zu lange. Ich sage dir, ich bin kein Beispiel gegenüber Paulus. Nicht so viel. Kann ich ihm das Wasser reichen? Vers 3, und er brachte dort 3 Monate zu, und da ihm die Juden nachstellten. Okay, das war, ich meine, er kommt vom ersten Tumult raus und kommt in den nächsten Tumult. Da ihm die Juden nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, entschloss er sich, über Mazedonien zurückzukehren. Mittlerweile kennt er den ganzen Nahen Osten. Und wir reden hier, in diesem Versen hier, nicht von Jahren, sondern von einigen Monaten. Es gibt andere Stellen, wo es um Jahre geht. Vers 4. Es begleiteten ihn aber bis nach der Provinz Asia, Sopater von Beröa, berühmte Bibelschule dort, so wie die in Bruck, von den Thessalonichern, Aristarchus, das ist ein lustiger Name, Sekundus. Sekundus. Und Gaius von Derbe, und wer? Hey, hier haben wir ihn wieder. Und Timotheus aus Asia, aber Tychi und Trophi. Hier taucht er wieder auf. Jung Trophi ist dabei. Ist dabei. Wir würden heute sagen, Trophi ist Teil des Staffs. Staff. Das tönt so cool. Weißt du, was ein Staff ist? Staff. Das Team. Das Team, das Leitteam. Er ist dabei mit all den Jüngern. Er ist beim Staff. Und ist immer dabei. Und reist mit.
Und diese, heißt es im Vers 5, gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Paulus schickt zum Teil seinen Staff voraus, sein Teammitglieder. Er schickt sie voraus, aber dort machen sie keine Ferien. Sie sind am Vorbereiten. Das heißt nicht, sie warteten und schieben eine lockere Kugel. Sie bereiten für Paulus vor und vor allem, sehen wir nachher noch, sie nehmen sein Zeugs mit. Paulus hatte immer viel Zeugs dabei. Paulus hatte Pergamente dabei, Mäntel, Bücher, alles Mögliche, was er brauchte, musste mit. Dann heißt es im Vers 6, wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote nach Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas. Der Staff ist schon 5 Tage vorher dort und bereitet vor. Trophy ist dabei. Am ersten Tag der Woche, Vers 7, aber als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, siehst du, was bereiten sie vor? Das Mahl des Herrn. Sie gehen und bereiten das Abendmahl vor. Und redete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Das ist, was ich meinte. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren, und ein junger Mann. Wie hieß er? Genau. Wie auch immer er heißt. Nicht Eukalyptus, Eutychus. Saß am Fenster. Der sank in einen was? Tiefen Schlaf. Manchmal, wenn ich in die Reihen schaue, denke ich das auch. Einige fallen manchmal in tiefe Lululand. Tiefen Schlaf. Während Paulus, er redete weiter, es kümmerte ihn nicht. Während Paulus weiterredete, fiel der junge Mann vom Schlaf überwältigt. Aus dem Fensterrahmen. Vom 3. Stock hinab. Und wurde tot aufgehoben. Du meine Güte. Tot im Gottesdienst. Nicht durch einen Anschlag, sondern durch den Prediger, der zu lange redet. Oi. Danke, Herr, dass das uns nie passiert. Danke, bauen wir keine Fenster im Dom. Es kann gar nicht passieren. Das ist der Grund, warum wir keine Fenster bauen. Nun, Paulus, ein Mann des Glaubens, Vers 10, er ging hinab, warf sich über den Jungen, umfasste ihn, sprach, mach keinen Lärm. Man würde hier erwarten, er spricht im Jesu Namen. Aber das sagt er nicht. Ja, hört auf mit eurem Lärm. Hört auf mit eurem Geheule. Shut up. Haltet's Maul. Das ist, was er hier sagt. Mach keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Was würden wir erwarten? Alle möglichen Gebete. Alle möglichen Geister des Todes brechen. Alle möglichen Zungenarten würden wir erwarten. Aber er sagt, mach keinen Lärm, seid ruhig. Lass mich. Und er ging wieder hinauf und brach das Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach und zog dann fort. Sie brachten aber den lebendigen Knaben herbei und waren nicht wenig getröstet. Ich bin sicher, das tröstet. Das tröstet. Sie sind Zeuge einer Totenauferweckung. Aber wir haben hier keinen Anhaltspunkt, dass der gerade geschah, nachdem Paulus auf ihn lag. Meine, offenbar liegt der Junge immer noch dort, reglos. Paulus geht zum Nachtessen. Und er redet weiter. Er redet weiter. Und dann geht er. Und dann heißt es, sie brachten den Knaben, nachdem er gegangen ist. Oh boy.
Nun kannst du sehen, wie das bei Paulus International Ministry ausschaut. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und es muss immer alles schnell gehen. Weil Paulus hat keine Zeit. Meine, hier sehen wir, das war ein Overnighter, eine Übernachtangelegenheit hier, weil er wollte ja am nächsten Tag weiterreisen. Paulus ist immer auf dem Sprung, immer on the go. Der Mann hat Energie, uff. Erstaunlich, erstaunlich. Und dann, wenn wir hinübergehen, das gibt uns noch den besseren Abriss hier seines Dienstes, noch die bessere Ansicht. Titus 3, ab Vers 12. Schauen wir, wie das bei Paulus abging. Da war immer etwas los. Immer war etwas los. Titus 3, Vers 12. Paulus sagt, es ist nicht die gleiche Geschichte hier, aber einfach damit du siehst, wie es bei seinem Dienst zu und her ging. Wenn ich Artemas zu dir senden werde, oder Tychikus, so beeile dich. Mach doch ein bisschen. Es geht mir zu langsam. Beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, den Schriftgelehrten, und Apollos, schicke, wie los? Eilends. Schick sie eilends voraus und lass es ihnen an nichts fehlen. Die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Es grüßen euch alle. Wie sieht es bei Paulus aus? Macht vorwärts. Bewegt euch. Gebt Gas. Come on now, push it, push it. Macht etwas vorwärts. Kommt ein, das eilt. Jungs, es eilt. Beeilt euch. Wir müssen dann und dann dort sein. Niemand soll mehr sagen, in unserer Gemeinde ist es so streng. Mit einem Gottesdienst pro Woche. Ich sag dir, die Leute, die bei Paulus arbeiteten, waren ständig on the go. Ständig waren diese Leute in Bewegung. Und was passiert mit Trophy? Er wird krank. Warum wird er krank? Wir haben es gelesen. Warum wird er krank? Was sagt uns die Bibel? Ich ließ ihn krank zurück. Der Junge muss ein paar Tage schlafen. Ein paar Tage die Beine hochlegen. Er kann nicht weiterreisen, sondern er wird zurückgelassen, weil er übermüdet ist, weil er am Ende seiner Kräfte ist, weil er nicht mehr mag. Er kann nicht mehr. Das macht ihn krank. Das ließ sein Immunsystem zusammenbrechen. Stress nagt an ihm. Stress ist über ihm. Und das ganze System bricht zusammen. Ah, hier haben wir es. Hier haben wir es. Selbst die engsten Mitarbeiter Paulus waren krank. Mein Lieber, meine Liebe, das war das Beste, was ihm passieren konnte. Da zu bleiben und sich auszuruhen. Weil sonst hätte es der Junge nicht geschafft. Der Junge hätte es vermutlich nicht überlebt wie ein weiterer. Das wäre Fall Nummer 5. Sein Name ist Epaphroditus. Wir nennen ihn Epi. Es ist einfach zu lang, ist und ich Zeit sparen muss.
Geh ganz kurz zum Philipper 2. Der war gut. Das ist das Beste, was ihm passiert. Der war nicht geplant. Nun, hör mir zu. Da gibt es Zeiten, wo man einfach zu Hause bleiben muss, schlafen muss und Tee trinken muss. Stimmt's? Ich hatte einen Amen. Und ich sag's nochmals. Da gibt's Zeiten, wo man einfach zu Hause im Bett bleiben muss, Tee trinken muss und schlafen muss. Stimmt's? Stimmt's? Hast du es auch schon erfahren? Das ist das Beste, was du machen kannst. Was ist das Beste, was man machen kann, oftmals, wenn man seinen Körper zu weit getrieben hat, in dem Moment nicht zu beten, sondern was? Zu ruhen. Auszuruhen. Warum werden gute Menschen krank? Derselbe Grund, warum weniger gute Menschen krank werden. Stress. Zu weit getrieben. Zu weit gepusht. Warum werden Gläubige, Zungenredende, an Heilung glaubende, charismatische Christen krank? Derselbe Grund, warum nicht Zungenredende und nicht charismatische gläubige Christen krank werden? Zu weit getrieben, zu weit gepusht, zu viel Stress, zu viel Burnout. Burnout macht keinen Halt. Und keinen Unterschied zwischen guten und bösen Menschen. Stimmt's? Macht keinen Halt. Und der Dienst des Paulus war, weiß Gott, nicht einfach. Da war man immer ständig on the go, on the go, on the go. Also bitte, 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 wenn du in einer Gemeinde bist, ich spreche jetzt von anderen Gemeinden, hör auf, dem Pastor zu sagen, das geht mir zu weit, das ist zu viel Arbeit, das ist eine halbe Stunde in der Woche, die du investierst. Da kommt fast das Magengeschmür auf. Weil jetzt der Pastor spricht. Das ist das Beste. Hast du Philipper 2 gefunden? Vers 25. Philipper 2, Vers 25. Wir sind bereits bei Fall Nummer 5. Ist das okay? Oder du kannst nach Hause gehen, wenn du musst. Wenn du willst. Wenn dir mein Hemd nicht gefällt. Was auch immer. Aber ich glaube, wir bekommen Antworten. Amen. Wir bekommen Antworten auf all die Fragen, die wir hatten. Warum hatte der Junge ein Magengeschwür? Warum war der krank? Warum passierte dies und das und dies und jenes? Der Herr gibt uns Antworten. Vers 25 von Philipper 2. Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, mein Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euer Abgesandter in meiner Not. Ist Epaphroditus einer der Mitarbeiter, Mitstreiter, einer, der auf dem Staff ist, Staff-Team. Ja, und zwar ein ziemlich guter, einer der Besten, den Paulus hatte. Einer der Besten, klein Epi. Vers 26, denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Okay, ich meine, ich stimme mit allen überein. Ist nicht das beste Zeugnis, wenn du aus einem Dienst ständig hörst, so und so ist krank geworden, so und so hatte Burnout, so und so ist am Anschlag, so und so ist in der Klinik. So. Nicht das beste Zeugnis. Okay. Stimme ich überein. Nicht das beste Zeugnis. Aber auf der anderen Seite, wir werden es gleich nachher sehen, sollten wir solche Menschen in Ehren halten und ihnen keinen Vorwurf machen, dass ihnen das passiert ist. Dann lesen wir weiter. Vers 27, das sind die Worte des Paulus. Er sagt, er war auch wirklich tot, krank. Was bedeutet todkrank? Nicht halbkrank. Nicht Sommergrippe.
Tod krank. Was bedeutet dem Tod nahe? Hast du gewusst, dass dich Stress umbringen kann? Stress ist ein Killer. Auch ich sage dir, Stress lässt dein ganzes inneres, nervliches Abwehr, Immunsystem zusammenkrachen aufgrund von Stress. Einfach weil man Stress hat, äußerlich wie innerlich. Deswegen sagte ich, Ruhen ist etwas vom Besten, das man tun kann. Und damit meine ich nicht nur Ruhen zum Schlafen, ich meine damit im Glauben ruhen. Hebräer 3 und 4. Die, die wir glauben, werden in was eingehen? In die Ruhe. In die Ruhe. Der Herr hat uns eine Ruhe verheißen. Eine Ruhe gegeben. Der Herr dachte wahrscheinlich, oh, Paulus Dienst, okay. Hier ist die neue Verheißung. Weil so kann es nicht weitergehen. Er war todkrank. Aber Gott hat sich was über ihn? Erbarmt. Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Und nicht nur über uns, sondern auch über mich. Nicht nur über ihn, sondern auch über mich. Damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Paulus stand unter Druck, zweifellos. Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch weniger Betrübnis habt. Nachdem er genesen wurde, Genesung erfahren hat, schickt ihn Paulus zurück zur Philippergemeinde, weil sie betrübt waren, dass er krank wurde. Und dann heißt es im Vers 29, so nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen was? In Ehren. In Ehren. Selbst wenn es der Junge zu weit getrieben hat, selbst wenn er sich gepusht hat und sich aufgerieben hat für den Dienst, selbst wenn, siehst du, da kommt kein Burnout, weil man gehorsam war. Nie. Da gab es noch nie einen Burnout, weil eine Person Gott gehorsam war. Denn dann wären wir alle Kandidaten. Möglichst schnell. Oh nein. Aber kann man gehorsam sein und es zu weit pushen? Kann man gehorsam sein und zu weit gehen? Oh ja, kann man. Kann man. Sollte man wissen, wann man auf die Bremse treten sollte? Ja, sollte man. Offensichtlich, aus irgendeinem Grund, hat Epaphroditus die Bremse verpasst. Aber er kam wieder auf die Beine. Und jetzt, was sagt er? Sollen wir solchen Leuten einen Vorwurf machen? Sagt, hey, warum hast du das nicht früher gemerkt? Warum hast du das nicht eher gemerkt? Nein, sondern wir sollen sie in Ehren halten. In Ehren halten. Denn sie sind nicht irgend für ein Werk nahe des Todes gekommen, stimmt's? Sie sind nicht irgend für eine Aufgabe oder ein Werk am Tode nahe gewesen. Sie sind da gekommen im Werk des Herrn. Und das ist genug, um zu ehren. Vers 30, denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Hier haben wir es wieder. Der Junge diente so sehr Paulus, dass er sein Leben für nicht wert achtete. Er sagte, oh, ist schon okay, das kann ich auch noch handeln. Paulus sagte, hey, okay, was denkst du hier? Oh, no problem, kann ich handeln. Oh, ja, das mache ich auch noch. Und hey, dort stelle ich nochmals etwas zur Verfügung und da setzen wir noch ein Meeting an und da machen wir noch einen Gottesdienst und hey, ich mache alles, ich schmeiße alles, organisiere alles, du kannst kommen. Offensichtlich war das irgendwie der Fall. Um den Dienst, um seines Willen. Achtete er sein Leben gering. Nun, man könnte sich hier auch die Frage stellen, warum wurde dieser gute Epaphroditus krank? Selber Grund. Aber weißt du was, zum Schluss?
In dem Moment, wo wir uns diese Frage stellen, von Timotheus, Trophimus, Epaphroditus, aber alle drei arbeiteten hart, alle drei pushten es, alle drei wurden krank, muss man aufpassen, dass man, wenn man sich die Frage stellt, warum geschah das diesen guten Leuten, dass man diese Frage nicht mit dem Anspruch stellt, nun, Gott wäre doch ihnen eigentlich Schutz und Heilung schuldig gewesen. Das ist immer falsch, wenn wir diese Frage stellen. Ich meine, all die Menschen arbeiteten für den Herrn, warum hat er sie nicht beschützt? Das ist eine ähnliche Frage wie, warum werden gute Menschen krank? Das ist eine ähnliche Frage. Warum hat Gott sie nicht beschützt? Warum hat Gott das zugelassen? Warum ist das passiert bei diesen Menschen? Arbeiten für den Herrn, sind im Dienst, tun gute Dinge, so und so, betete viel, hat die Kranken besucht, kochte für die ganze Gemeinde. Und jetzt, warum passiert das dieser Person? Warum? Gott, ist das dieser Person passiert? Du darfst nie denken, dass Gott der Person etwas schuldig wäre, wegen dem, was sie tut. Hörst du mir zu? Nie dürfen wir denken, Gott sei es den Leuten schuldig. Das wird nie und war nie der Fall. Denn dann würde Heilung oder Befreiung oder Rettung durch Werke kommen. Verstehst du? Aber bei diesen Fragen, die die Menschen haben, warum das so? Warum gerade diese Leute? Ist das oft in Verbindung mit, wir verstehen das nicht, Gott hätte doch da etwas tun sollen, ist, er wäre ihnen es schuldig gewesen. Und das wird nie der Fall sein. Siehst du, die Frage ist, was hat das alles mit Heilung zu tun? Die Antwort ist nichts. Ja, aber das waren gute Männer, die arbeiteten lange, arbeiteten hart, arbeiteten 24 Stunden am Tag. Meine Frage ist, was hat das, gut sein, hart arbeiten, ja sogar für den Herrn alles tun, mit Heilung zu tun? Die Antwort ist nichts. Denn wenn es etwas damit zu tun hätte, dann wäre Gott ihnen Heilung schuldig. Und das ist er nicht. Verstehst du, was ich sagen will? Was hat das mit Heilung zu tun? 0,0. 0,0. Gott schuldet dir niemals etwas. Er schuldet dir niemals eine Heilung. Er schuldet dir niemals eine Befreiung. Er schuldet dir niemals Rettung. Er schuldet dir nicht einmal Hilfe. Weil du so viel für ihn getan hast. Kannst du sehen, wie das Denken und die Mentalität bei vielen Menschen, in welche Richtung diese Mentalität läuft? Die Leute haben so viel für Gott getan. Warum tat er nichts? Das ist der falsche Ansatz. Er schuldet uns nichts. Denn dieses Denken, diese Mentalität muss radikal aus uns raus. Glaube niemals, dass der Herr uns etwas schuldig ist oder irgendjemandem etwas schuldig ist. Heilung ist eine Gnade. Kommt aus Gnade. Und wird aus Gnade bleiben. Dasselbe mit Befreiung, dasselbe mit Rettung. Niemand unter uns hat Heilung je verdient. Hörst du mir zu? Niemand von uns kann Heilung je verdienen. Denn wenn es so wäre, hätte es Epaphroditus verdient.
Offensichtlich arbeitet er mehr noch als alle anderen. Aber nein, was sagt uns die Bibel? Gott hat sich ihm erbarmt. Ist das dasselbe? Es durch Verdienst empfangen zu können? Oder aus Erbarmen und Barmherzigkeit und Gnade? Ist nicht dasselbe, stimmt's? Das eine würde aus Werken kommen. Das andere kommt aus purer Gnade Gottes. Deswegen ist diese Stelle in der Bibel von Epaphroditus. Der Herr erbarmte sich. Nicht, weil er es verdient hätte, sondern weil Gott so gnädig und gütig ist. Und Gnade hatte, ja sogar, weil der Mann es zu weit gepusht hat. Das ist unsere dritte Antwort, wenn wir es genau nehmen. Warum werden gute Menschen krank? Nummer eins, aus demselben Grund, warum nicht so gute krank werden. Nummer zwei, niemand kann von sich behaupten, ultimativ gut zu sein. Nur einer ist gut. Also können wir die Frage gar nicht stellen, warum werden gute Menschen krank? Und Nummer drei, Gott schuldet uns nie etwas aufgrund dessen, was wir für ihn getan haben. Never, ever. Never, ever. Wenn du glaubst, er sei dir etwas schuldig, wirst du nicht geheilt werden. Wenn du glaubst, das geht schon so lange jetzt und er sollte doch langsam, wird keine Veränderung stattfinden. Hörst du mir zu? Weil er ist dir nicht schuldig. Aber er kann dir alles geben aus Gnade. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lass uns aufstehen. Preis dem Herrn. Nun, das war der dritte Teil. Wir befinden uns immer im Aufbau noch. Aber hier ist, was ich tun will heute Abend. Ausschließlich. Wir werden erst am vierten oder fünften Teil für alle Anliegen beten. Aber falls du hier bist und Stress nagt an dir, falls du hier bist und du merkst, Stress wird zum Killer, langsam und allmählich in meiner Situation, in meinem Fall, werde ich für dich heute Abend beten. Wenn du da bist und sagst, ich bin an einer Grenze angekommen, wo ich nicht weiß, wie ich das schaffe, der Stress zu Hause, Stress im Beruf, Stress im Alltag, türmt sich auf und auf und auf und weiß nicht, wie ich das handeln soll in Zukunft, werden wir für das heute Abend beten. Weil das war das Thema heute Abend. Ich weiß aus erster Hand von einem guten Kollegen, Pastorenkollegen von mir, der selbst einen Burnout hatte und nach mehreren Monaten schien einfach nicht wieder auf die Beine zu kommen. Ging er an einen Heilungsgottesdienst. Und da war ein Heilungsevangelist. Und er betete für ihn. Er war noch immer sich am Erholen von seinem Burnout, er war immer noch am sich Erholen von all diesen Stressfaktoren, die über ihn zusammenbrachen. Und er sagte, von dem Tag an, als der Mann für mich betete, ging es aufwärts, aufwärts, spürbar und rapide aufwärts, nach 6, 8, 9 Monaten Stillstand seines Lebens. Oh, was für ein Wunder. Manchmal braucht es diesen Kick. Diesen Touch und diesen Moment, wo man den Punkt setzen kann, wo Gott den Punkt setzen kann, aus Erbarmen. Und dann geht's aufwärts. Selbst für diese Dinge. Halleluja.